Jetzt wird aufgedreht. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition Stay Away for the Destiny Duel. Ich habe mir ein super Deck zusammen gebastelt. Für mich ist jetzt wichtig, mit euch zusammen eben 10-mal alle Gegner zu besiegen. Man sieht auch schon, ich habe hier Maximilian Pegasus freigeschaltet. Ja, das liegt daran, ihr habt ja gesehen im letzten Part, dass Toon World weggenommen wurde von den Raritäten. Ich wusste nicht mehr, dass ich Toon World habe. Und dann ist Pegasus aufgetaucht. Ja. Den werden wir jetzt besiegen. So. Gucken wir mal, wie schnell das gerade läuft. Ansonsten werde ich die Geschwindigkeit ein bisschen hochschrauben, weil das ist jetzt nur dafür da, dass wir 10-mal alle Gegner platt machen. Das werden so ein paar Random-Duelle sein. Und, ja. Das ist mir zu langsam. Option. Speed. Fruddle. 200. Das müsste schon ein bisschen... Ja, jetzt sieht es ein bisschen... Nee, sieht nicht besser aus. Jetzt sieht sogar langsamer aus. Oh mein Gott. Speed, Turbo Mode. So. Jetzt aber. So, siehst du, das sieht schon better aus. Much better. Ich habe mir was Tolles überlegt. Also mein Deck ist so aufgebaut, um den Gegner schnell down zu kriegen. Viele 4-Sterne-Monster mit viel Angriffspunkten. So, das können wir wegschmeißen. Und Jinzo können wir wegschmeißen. Die tun wir verdeckt. Ich habe ja keine Monster. Dafür werden wir aber gleich sorgen, dass ich welche habe. Und zwar durch ihn. Pegasus wird uns die Chance geben. Sag ich ja. So, magischer Zylinder, bam. Er spielt 2 Karten verdeckt, kein Problem. Schwerer Sturm. Bam, bam. So, Überläufer. Wir holen uns ein Monster. Wir opfern es für unser Cybertech-Alligator. Bam. Wir setzen voreiliges Begräbnis ein. Holen uns unser Jinzo zurück. Bam, so spielt man. Alter Schwede. Und jetzt werden wir ihm schön Schaden zufügen. Bam, 2500 und 2400 durch Jinzo. Ja, ihr hört schon, im Hintergrund habe ich ein bisschen Musik gemacht, ein bisschen was Japanisches aus meiner Galerie. Ich mag die Musik total gern. Und ja. So, hier haben wir 700. Da sind gerade mal bei 1000, hat er immer noch Lebenspunkte, verdammt. Na, das verdeckt und dann die beiden auch noch verdeckt. So. Zug beenden. Toon World, oh, jetzt ist er schon tot. Er ist erledigt. Das kann er nicht mehr überleben. Flip. 5 neue Karten. Wir können ja hier Harpchen Staubwedel benutzen. Und weg ist sein Toon-Mädchen. Oh, toller Song, ich liebe es. So, böse Schlange 250, mechanischer Jäger wird noch gerufen. Das war's dann auch schon. Einmal Pegasus besiegt. Oh, ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Sagen wir mal, wir sind jetzt bei... Okay, ich weiß, wie lange ich aufnehmen will. Das werden jetzt die nächsten Parts, vielleicht dieser auch nur. Also wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal uns darum kümmern, alle 10-mal zu besiegen. Und wir werden natürlich alle Booster die ganze Zeit kaufen. Wir machen das nach der Reihe. Magier. Ja, wen werden wir als nächstes 10-mal besiegen? Am besten erstmal die schwachen Gegner, damit wir die weg haben. Die gehen außerdem auch am schnellsten. Und die können wir. Weevil habe ich schon 10-mal besiegt. Wir wollen das so einrichten, dass ich 10-mal mehr gewinne, als ich verloren habe. Und wir werden da weitermachen mit Rex Raptor, würde ich sagen. Ihr seht auch, ich habe ein Fusionsdeck da. Woran das liegt, werdet ihr sehen, wenn die Zeit gekommen ist. So, oh, verdammt, wir haben sehr viel. Oh, das ist gar nicht mal so übel. Hier, Überläufer. Alter, bist du bescheuert oder was? Spielst du oder was? So, dann wollen wir mal hier ganz schnell herbeigerufenen Totenkopf rufen. Und Battleface. 2500 Schaden, bam. Ja, das Deck ist wirklich nur darauf aufgebaut, hier Beatdown, schnell den Gegner töten. Und mit dem Deck geht das echt super fix. Hikarikumutskinu fly away. So, voreiliges Begräbnis, holen wir unser Monster erstmal wieder aus dem Friedhof zurück. Friedhof. Und unser Kiko wird natürlich auch noch Karten nehmen. Ach scheiße, ich hätte andersrum angreifen müssen. Oh, können wir sogar? Ach, Verwandlungskug. Lame. Hätte ich das andere Monster auch noch mit reingeballert, dann wäre beide Monster losgewonnen, hätte ich beides entfernen können.
du Spacken, ey. So, Topf der Gier, aktivieren. Ja, das war's. Ende im Gelände. Das war Rex. Rex Raptor. Wir werden ganz viele Random-Duelle machen. Vor allem Random. Ich suche die Duelle aus. Meine Gegner zumindest. Und ja, wir werden versuchen, alle ganz schnell down zu machen. So, jetzt... Schade, das war der... Ach, Mist, ein zu weit gegangen. Nochmal Rex Raptor. Noch viermal, dann haben wir ihn auf 10-mal besiegt. Wenn wir alle Gegner nämlich 10-mal besiegt haben, kriegen wir noch einen Mitspieler, gegen den wir zocken können. Schiete, wie geil ist das denn? So, wir werden erstmal Cyberdose verdeckt legen. Die tun wir verdeckt. Und die Karten behalten wir erstmal. So. Bom, bom. Ja, brauchen wir nicht benutzen. Bam, alle Monster weg. Oh, oh. Fusion hat er gezogen. Ich wollte gerade sagen, ein paar Monster wären nicht schlecht. Ach, leck mich doch. Okay, ich bin dran. Oh, Topf der Gier aktivieren wir gleich mal. Trrrt. So. Wir haben Raigeki. Anmutige Barmherzigkeit. Drei Karten ziehen, zwei wegschmeißen. Harpienbruder weg und Jinzo weg. Nochmal anmutige Barmherzigkeit. Nicht die Karten, die ich will. Cyberharp hier weg und rote Riesenschlange weg. Mist! Genau das, was ich will, habe ich nicht gekriegt. Wir können trotzdem versuchen, ihn mal ein bisschen tot zu machen. Vor allem ein bisschen tot machen. Was haben wir? Fallgrube können wir wegmachen. Kein Problem. Vielleicht kriege ich ihn diese Runde down, vielleicht auch nicht. Könnte aber schwieriger sein als gedacht. So. Freudiges Begräbnis. Holen wir uns noch unseren Jinzo wieder. Obwohl. Nee, oder? Dann wäre er bei 3000. Ach nee! Hier! Jetzt ist er bei 2500. 2000, weil er durch eine Ausrüstungskarte ausgerüstet ist. Jetzt noch Axt der Verzweiflung auf ihn drauf. Bam, 3550. Das ist mal ein heftiges Monster. Und jetzt Battleface. Ich weiß, er hat 3 Geki auf der Hand. Aber wir können erstmal schön Schaden machen. So, und entfernen. Was packen wir weg? Ja, packen wir den mal weg. Ja, noch eins bitte. Und Zombie-Drache weg. Ja, er lebt noch, aber ganz knapp nur. Das heißt, nächste Runde könnten wir ihn vielleicht töten. Er setzt kein Raigeki ein. Wie dämlich ist der denn? So. Es sei denn, er hat jetzt was Böses. Egal, was er da hat. Wir werden ihn gnadenlos platt machen. Kiko, nein. Mahavailo, Attacke. Er ist so dämlich. Guck mal, tot. So spielt man. So, ich habe gerade übersprungen. Wir haben nämlich den schwarzen Rotaugen genommen als Booster. Wir wollten aber die. Nein, wir wollen wieder Rex. Rex, Rex, Rex. So, mal gucken. Was haben wir denn Schönes? Okay. Rufe Goblin-Angriffstruppe im Angriffsmodus und beenden unseren Zug. Was hat er denn da gerufen? Ja, ich meine, ich habe Raigeki, das ist ja kein Problem, ne, aber... Ach, wie süß. Trotz Fusion ist es schwächer als meins. Auch nicht schlecht. Wir setzen erstmal Überläufer ein und klauen ihn sein Verdecktes. Schleimfrosch, wie süß. Dann opfern wir für amphibische Bestie. Bam. Ja, jetzt haben wir das Problem... Ja, was, wisst ihr was, wir greifen jetzt einfach mal an. Vista. So, Attacke. Ich hätte jetzt auch Raigeki benutzen können, aber das, damit warten wir bis zum nächsten Zug. Jetzt wird er ihn töten. Genau, habe ich mir schon fast gedacht. Ach, zu dämlich. Die Gegner hier sind echt ein bisschen zu dämlich. Also, das ist übertrieben heftig. Gut. Deren Leid wird mein Freud sein. Nächste Runde ist er tot. Ja, er ist tot. Game over. Hier, Raigeki. Bam, in dein Gesicht. So, und tot. So einfach geht das. Super. Oh, ich habe verloren. Heul doch.
So, Cyber-Harpien-Booster. Oh, Magier des Glaubens, wie geil. Hab ich noch nicht. Gut. Ah, oh, Joey, unser ewiger Rivale. Zweimal noch Rex. Das schaffen wir sogar noch in der Zeit. Ja, das ist gut, dass man hier Geschwindigkeit so hoch machen kann. Sonst würden sich die Duelle mal ewig hinziehen. Machen wir das hier verdeckt und rufen unseren mechanischen Jäger im Angriffsmodus. War klar. So, den Schaden nimmst du bitte. Danke. Cybertech-Alligator. So, mystischer Djinn der Lampe. Der Lampe. Nicht SCH-Lampe. Ihr seid aber auch welche. Mein, genau. So, Raigeki, hier komm. In dein... Nein, nicht in dein Gesicht. Wir machen das anders. Wir rufen den Cybertech-Alligator. Und rüsten ihn mit Elfen-Meteoriteneinschlag. Eigentlich heißt die Elfen-Meteoriteneinschlag und nicht Elfen-Meteoriten-Vernichter. Meteor-Vernichter. Die hat den Effekt, dass man durch die Verteidigung schlagen kann. Dann brauchen wir Raigeki erstmal nicht. Raigeki können wir uns so noch ein bisschen aufsparen. Na toll, Cyberdose. Ganz toll. Ja, komm, greif an. Oh mein Gott. Und, oh Gott, ist er ein Noob. Wisst ihr, er weiß, was ich da... Oh Gott, der hat 5 Monster. Aber die haben keine Chance gegen meinen Monster. Oder meine Monster. Und außerdem haben wir Raigeki, das war's. Ente im Gelände. So. Mir fehlt gerade ein bisschen Musik im Hintergrund. So, jetzt rufen wir ihn noch in Angriffsmodus, geben ihm noch eine Axt der Verzweiflung. Ja, warum habe ich jetzt gerade keine Musik? Ganz einfach. Der Dragon Ball GT-Song, den ihr gerade gehört habt, hat noch so ein langes Outro, also so lange Phase danach, dass es ruhig ist und das ist... Moment, ich kläre das mal eben. So, schon besser. Oh, jetzt habe ich schon wieder den Schwarzen Magier, das Schwarze Magier-Booster genommen. Egal, oh, My Valentine. So, Rex haben wir gleich 10-mal besiegt. Oh, oh. Ach, ich dachte gerade eine Seitenstraße. Verdammt, jetzt kommen wieder die Raritätenjäger. Wir müssen uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir nicht mehr gegen diese Typen verlieren. So, die verdeckt. Topf der Gier aktivieren wir mal eben. Wenn alles so klappt, wie ich das gerne möchte. Schieferkrieger verdeckt. Ende. So, du bist. Natürlich klappt es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Du blöder Penner. Cyberkrug, du bist dran. Los, aktiviere deinen Effekt. 5000 Lebenspunkte Schaden für mich. Und ich rufe den beäugigen Ultradrachen. Dann benutzen wir noch Überläufer. Monster geklaut. Dann voreiliges Begräbnis. Das wird bestimmt nicht reichen, bin ich mir ganz sicher. Ich kann auch nichts mehr rufen. Nichts mehr machen. So, dann greifen wir jetzt an. Cyberkrug, bam. Bam. Ach, verdammt, das reicht nicht mehr annähernd. Hat immer noch 600. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, du bist dran. Das war's. Ende für ihn. Ende im Gelände. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. So, Ultradrache, tu mir einen Gefallen und töte ihn. Jetzt. Bam. Tot. Oh, ich habe verloren. Was, wie grausam. Und. So, den haben wir 10-mal besiegt. Jetzt sehen wir das mit... oh, geil. Geiles Monster. Wen haben wir jetzt? Wir haben Rex 10-mal besiegt. Den haben wir schon 5-mal. Die meisten haben... Oh, die muss nur 3-mal. Oder machen wir doch mal im Mai die letzten 3-mal noch hier mit down. Dann haben wir 2 erledigt auf jeden Fall schon mal innerhalb von einem Part. So einfach kann das gehen, Leute. Wenn man sein Deck richtig auf... Oh, wir setzen direkt Cyberdose verdeckt. Und hoffen, dass wir genug Monster kriegen. Und dass sie nur ganz, ganz viele Noobs kriegt. Verdammt. Ach, scheiße. Genau jetzt, Mahavaido, was soll das denn? Oh, wir haben uns da wiedergeboren. Goblin-Angriffstrupp in Angriffsmodus. Kamehameha. So, dann... Wo haben wir sie jetzt? Da. Wiedergeburt. Und wir holen Mahavaido zurück. Im Angriffsmodus. Und jetzt klatschen wir alles drauf, was wir haben. Bam. Axt der Verzweiflung kommt auch mit drauf. Bam. Alter, heftig. So, die verdeckt.
Die verdeckt. So, und jetzt greifen wir an. Mit Goblin-Angriffstrupp im Angriffsmodus. Bam. Bam. Tot. Alter, das ist irgendwann ein Zug. Heftiger Modus. Und die große Riesenmotte. Joeys Lieblingskarte. Einer seiner Lieblingskarten. Hallo, Duellanten. Ja, ja, Zielwoche. Nee, nicht Zielwoche, sondern. Okay. Nichts Besonderes bei. Gut, 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 gut. Oh, Kaiba. Ja, der muss auch noch einmal besiegt werden. Es gibt noch extra Sachen, das erkläre ich euch aber, wenn diese Phase vorbei ist, dass wir alle Gegner 10-mal besiegen. Und zwar, wenn ihr einen Gegner herausfordert, greift euch ein anderer Gegner an. Und das ist gar nicht so schlimm, das ist sogar gut, weil ihr dadurch eine extra Trophäe oder sowas kriegen könnt. Wir gucken gleich mal im Menü, da kann man das nach... Ach, Fuku-U. Hat natürlich gleich die beiden mächtigsten Karten überhaupt auf der Hand, ne? So ein Schmarrn. Hier, schwerer Sturm, weg damit. Gott, du bist aber auch dämlich. So ein bisschen. So. Nein, ich kann Phase zu beenden. Jetzt opfert sie bestimmt. Nee, sie geht in Verteidigung. Wie blöd die ist. Was die machen tut. Was haben wir da? Wiedergeburt. Die geht weg und... Was schmeißen wir noch weg? Ja, Verwandlungskuck weg. So, Kiko wird gerufen. Dann setzen wir Wiedergeburt ein. Wir setzen jetzt alles ein, was wir haben. Amphibische Bestie im Angriffsmodus. So, und die kriegt dann noch 11 Meteoriteneinschlag. So, jetzt machen wir schön Schaden. Bam. 1800 Schaden, alter Schwede. Ja, ich möchte bitte. Schildtiger weg und noch Harpienbruder weg. So. Und Zug beenden. Du bist dran. Sie hat 3 Geki weg. Sie muss schwarzes noch haben. Wenn sie noch was machen will. Okay, sie hat mich geblockt. No problem. Die Zeit kriegen wir auch noch rum. Oh, gut, dass sie nichts hat, ganz ehrlich. Weil ich ziehe nur Zauberkarten gerade. Ein Monster verdeckt. Kein Problem, wir haben sowieso gewonnen. Wir setzen noch gemeinsam, sind wir stark auf unser Monster. Ja, ich könnte auch Überläufer benutzen. Na, guck, der hat 4800. Die wird nichts haben. So, jetzt machen wir den noch. Haben wir 5600 Angriffspunkte. Und damit töten wir sie jetzt. Bam. Tot. So einfach kann das gehen. Ich meine, wenn man das Deck richtig aufbaut, so wie ich jetzt zum Beispiel, das ist OTK, da hat der Gegner gar kein... Ach, der. Okay. Ja, da hat der Gegner gar keine Chance, wenn ihr das richtig macht. So, aber zu den extra Veranstaltungen kommen wir definitiv noch. Macht euch da mal keine Sorgen und Gedanken. Weil ich will auf jeden Fall, wenn ich das irgendwie hinkriege, noch 100% bei diesem Game erreichen. Wenn ich es nicht schaffe, ist das Pech. Dann ist das nun mal so. Lässt sich nicht ändern. Man kann nicht alles haben. So, wir rufen den Zwillingself. Setzen eine Karte verdeckt und greifen den Gegner nicht an, weil er Lichtschwerter... Fuck you, ey. Ja, genau. Auch noch Cyberharp hier. Wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Verdammt. Wir beenden unseren Zug. Oh, fuck. Alter. Raigeki, los. Meine Güte. Heftiger Modus. So, Zug beenden. Das ist nicht wahr. Ich habe verloren. Okay, dann müssen wir dich halt noch 2-mal besiegen. Habe ich auch kein Problem mit. Machen wir jetzt auch. Das mache ich alles noch in diesem Part, weil wenn wir die schon angefangen haben, dann machen wir sie auch gleich zu Ende. Fertig. So, die verdeckt. Die hat auch so ein dreckiges Glück gehabt gerade, ne? Das ist so ultimativ. Die verdeckt. Und Cyberdose verdeckt. So. Ja, genau. Hat sofort... Die hext mich gerade, die blöde Kuh. Oh, schwarzes Loch, fuck. Angriffsmodus. 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 Oh mein Gott. Und sie macht nichts. Das war's. Ende. Raigeki, los. Bam. So, jetzt rufen wir mal Hawaii. Jetzt werden wir den so aufpumpen hier. Gemeinsam sind wir stark auf ihn rauf.
Bäm, 6050. Kraft der Magie noch mit drauf. 7550, schade, das geht. Der hat nicht in einem Zug funktioniert. Ba, 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 ba. Zum Glück gibt es in dieser Generation noch kein Gods, ansonsten hätte ich jetzt ein Riesenproblem, wenn sie den gehabt hätte. Nein, ich habe die Macht meines Decks wirklich aufgestockt. Schön. Ich auch. So, nochmal, ja, bitte. So, aufgepasst, denn die wird sicherlich wieder dutzende Karten benutzen, um meine Monster zu zerstören. Bestimmt Raigeki und Harpien Federwisch wieder. Oh, doch nicht. Kommt ein Angriffstrupp im Angriffsmodus. Aktivieren wir Raigeki. Ja, machen wir mal eben. Bam, weg. So, Attacke. Schneller auf Null bringen. So, umso schneller, desto besser. Hauptphase und Zug beenden. Ja, ja, bam. Nein. Okay, das war's. Wisst ihr, warum es war? Das war? Wegen Glocke der Zerstörung. Wir machen das auf Goblin Angriffstrupp. Beide verlieren 2300. Und greifen direkt an. Tot. So, Mai. So spielt man. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Okay. Ja, Leute, das war's für dieses Mal. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit den ganzen Slashen, Bashen und so. Parkour haben wir schon 6 Mal. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition Stay Away for the Destiny Duell. Blitzduelle und 10-mal schlagen wir sie alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku.